Die Spekulationen um die Zukunft der angeschlagenen Mediengruppe Kirch dauern an. Presseberichten zufolge erwägen Politik, Wirtschaft und Banken eine sogenannte nationale Auffanglösung. Damit solle verhindert werden, dass der angloamerikanische Medienunternehmer Murdoch auf den deutschen Markt drängt. Deutsche Bankvorstandssprecher Breuer hatte erklärt, es sei unwahrscheinlich, dass die Großbanken Kirch neues Geld geben werden. Von der Bayerischen Landesbank in München kam heute kein Sterbenswörtchen zu den angeblichen Schwierigkeiten des Kreditkunden Kirch, geschweige denn zur Höhe der gewährten Darlehen. Rund 2,3 Milliarden sollen es sein, Euro, versteht sich. Auch kein Kommentar zu angeblichen Gesprächen über eine nationale Auffanglösung für das Medienunternehmen des Münchner Unternehmers. Wie steht es um ihn wirklich? Immer wieder in seiner 47-jährigen Berufslaufbahn hatte der listige alte Fuchs alles riskiert und gewonnen. Doch diesmal, so die Gerüchte, könnte es anders sein. Angeblich kein Geld mehr, keine neuen Kredite. Und das bei einem Schuldenstand des Konzerns von schätzungsweise 6 Milliarden Euro bei den Banken plus weiteren Milliarden bei Lieferanten und Finanziers. Gleichzeitig schwindet der Wert des Imperiums. Vor allem der Abosender Premiere World macht seit Jahren hohe Milliardenverluste und kommt noch immer nicht in Gang. Der US-australische Medienmogul Rupert Murdoch, der selbst Anteil an Kirchs Pay-TV hält, könnte, so Gerüchte, Kirchs Schwäche nutzen wollen, um mehr Einfluss auf die Münchner Gruppe zu gewinnen. Das wollen in Politik- und Bankenkreisen offenbar viele verhindern. Von einem Spitzengespräch am morgigen Donnerstag war heute die Rede, an dem auch Bayerns Ministerpräsident Stoiber und Kanzler Schröder teilnehmen sollen. Dazu aus Berlin heute nur so viel. Die Lösung des Problems kann und muss von den Beteiligten, auch von den beteiligten Banken, gefunden werden. SPD und Grüne verlangen mittlerweile von Bayerns Staatsregierung genaue Auskunft über das Engagement der Landesbank bei Kirch und über die Risiken für den Staatshaushalt, falls Kirch wirklich nicht mehr zahlen kann. Mit dem Liebesdrama Heaven von Tom Tykwer sind am Abend die 52. internationalen Filmfestspiele in Berlin eröffnet worden. Bundeskanzler Schröder stellte anlässlich der diesjährigen Berlinale eine Aufstockung der Filmförderung des Bundes in Aussicht. Im offiziellen Wettbewerb des 11-tägigen Festivals konkurrieren 23 Produktionen, darunter 4 deutsche, um die goldenen und silbernen Bären. Deutlicher konnte der Wechsel an der Spitze der Berlinale nicht ausfallen. Der deutsche Film ist auf dem Vormarsch, gleich 4-mal im Wettbewerb und in Sonderreihen vertreten. Akzente wolle er setzen, der neue Chef Dieter Koslik, langjähriger Leiter der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen. Tom Tykwer, einer der hoffnungsvollsten deutschen Regisseure, zeigt den Eröffnungsbeitrag Heaven mit Kate Blanchett, die den Tod ihres Mannes rächt, dabei 4 Unschuldige tötet und die Liebe ihres Lebens findet. Ausgerechnet einen Polizisten, der sie eigentlich ins Gefängnis bringen soll. Akzeptiert die Vielfalt, heißt das zur Toleranz aufrufende Motto der Berlinale. Mehr politische Themen sind auffällig und der Kampf ums Überleben. Flucht aus dem Alltag, Montagmorgen, eine italienisch-französische Produktion neben, diesmal kleiner gehalten, amerikanischem Mainstream-Kino. Gene Hackman in einer Familienklamotte, The Royal Tenenbaums. Die Reihen Panorama und Internationales Forum des jungen Films mit Geschichten von den sozialen Rändern der Gesellschaft. Reise in die Hoffnung, ein Film aus China. Landarbeiter flüchten aus ihren Dörfern zur Baumwollernte. Einmal im Jahr gibt's dann wenigstens ordentlichen Lohn.